Vielen Dank, Frau Ministerin. Sie wollen Wahlrecht für Migranten, die 6 Monate hier sind oder vielleicht auch 6 Jahre. Gestern noch auf Nachfrage zu den 6 Monaten ein politisches Fernziel. Aber egal ob Monate oder Jahre, 3 Fragen zu Recht, Integration, Begründung. Erstens, Wahlrecht ohne Staatsbürgerschaft. Das ist schlicht verfassungswidrig. Das Bundesverfassungsgericht hat mit Urteil vom 31.01.1990 entschieden, dass es eine Ausnahme nur für EU-Bürger geben kann. Soll Herr Haldenwang bei Ihnen für Ihre Bestrebung gegen die Verfassung mit der Beobachtung eine Ausnahme machen? Zweitens, bislang konnte man hoffen, die Erlangung der Staatsbürgerschaft war ein Integrationsanreiz. Jetzt scheint es, Integration war gestern, Wahlrecht und Integration ein verheerendes Signal. Soll der Hinweis an unsere Zugewanderten, dass sie sich fürs Wahlrecht nicht mehr zu integrieren brauchen, gleich auf Afghanisch gedruckt werden oder noch auf Deutsch? Drittens, gibt es, falls die SPD in den Umfragen dann auch noch unter 15% fällt, das Wahlrecht dann auch schon nach 3 Monaten oder Jahren und bei unter 10% dann auch für 14-Jährige? Herr Abgeordneter Dr. Curio, ich würde mich einmal freuen, wenn wir über diese Systematik sachlich sprechen würden. Das tun Sie leider nicht. Sie stellen verfassungswidrige Forderungen. Und es gibt auch keine verfassungswidrigen Forderungen. Ich möchte eine persönliche Bemerkung machen, weil es das, worauf Sie mich angesprochen haben, mein Amt gar nicht betrifft. Und trotzdem sage ich Ihnen persönlich, ich möchte natürlich kein Wahlrecht für Asylbewerberinnen und Asylbewerber, sondern es ging in einem anderen Sachzusammenhang, der hier eigentlich keine Rolle spielen sollte, um ein Wahlprogramm in einem Bundesland, wo es ein Versehen gab. Und da ging es um das kommunale Wahlrecht für diejenigen, ja, für Nicht-EU-Ausländerinnen und Ausländer, die in der Tat ein kommunales Wahlrecht, was es jetzt noch nicht gibt nach der Verfassung, dazu müsste Artikel 28 Absatz 2 geändert werden. Deswegen ist es auch als Aufforderung nur formuliert. So viel dazu. Es war jetzt aber eine persönliche Bemerkung, weil es hier in diesem Raum und in meiner Amtsführung überhaupt gar keine Rolle spielt, Herr Dr. Curio. Zeit ist jetzt auch abgelaufen zur Beantwortung. Sie dürfen noch eine Nachfrage stellen. Ja, 3 Monate oder Jahre. Es hieß ja katastrophaler redaktioneller Fehler. Jetzt mal abgesehen davon, ob die gesamte Ampel-Migrationspolitik und nicht nur diese Wahlrechtsermächtigung einen katastrophalen redaktionellen Fehler darstellt. Ausländerwahlrecht. Wie dürfen sich die letzten Deutschen in so einem gekippten migrantischen Wohnviertel das dann vorstellen? Sollen bei kommunaler politischer Selbstermächtigung Orte, die jetzt schon No-Go-Areas sind, per selbstverwaltender politischer Gestaltung mehrheitlich durch Ausländer, sollen diese Orte dann für uns Deutsche endgültig zum Ausland werden? Herr Dr. Curio, ich würde mir nach wie vor wünschen, dass Sie sachlich in dieser Debatte bleiben. Das sind Sie erneut wieder nicht geblieben. Das schürt Ängste, die es so nicht geben sollte in der Bevölkerung. Sie erzählen die Unwahrheit hier. Und deswegen möchte ich auch gerne Ihre Frage, die Sie mich zum Staatsbürgerschaftsrecht, das betrifft meine Amtsführung, gefragt haben. Wir haben das Staatsangehörigkeitsrecht anderen europäischen Ländern nachempfunden, die schon längst in einer früheren Zeit die Einbürgerung machen können, weil es für uns zur Fachkräfteeinwanderung auch dazugehört, dass Menschen mit der Perspektive kommen, wenn sie hier einwandern, um zu arbeiten, dass sie dann auch die deutsche Staatsbürgerschaft erwirken können. Und dazu haben wir einen Gesetzentwurf vorgelegt, der von vielen, auch gerade aus der Wirtschaft, sehr begrüßt wird. Vielen herzlichen Dank. Es geht um das Anwachsen der Flüchtlingszahlen, das Sie auch gerade angesprochen haben. Und Sie haben gesagt, die Zahlen wachsen der Flüchtlinge vor Krieg und Terror und der Flucht zu einem besseren Leben. Ich möchte Sie fragen, ob das für Sie ein Flüchtling ist, ein Mensch, der zu einem besseren Leben drängt. Flieht der vor etwas? Hat der ein Recht, dies zu tun? Wir haben Verständnis, dass das will. Und sind das auch Flüchtlinge, die Sie hier gerne aufnehmen wollen? Flucht zu einem besseren Leben. Ich habe in meiner Eingangsbemerkung auch dazu etwas gesagt, dass wir eine Neuaufstellung in der Migrationspolitik machen, die, finde ich, sachlich und menschenwürdig ist, indem wir Menschen einen legalen Weg öffnen, nach Deutschland einzuwandern, insbesondere in unseren Arbeitsmarkt, Frau Abgeordnete. Und dass wir auf der anderen Seite ordnen und steuern. Und wenn Ihre Frage rechtlich dahin geht, nein, das ist kein anerkannter Fluchtgrund.
ganz konkret jetzt nochmal. Sie müssten doch wissen, Sie sind doch Juristin, Sie müssten wissen, dass es einen elementaren Unterschied gibt bei der Bekämpfung illegaler Migration, der illegalen Einreise, ob ich eine Kontrolle an der Grenze durchführe mit der Möglichkeit der Zurückweisung und des Zurückschiebens direkt an der Grenze oder ob ich im Rahmen einer Schleierfahndung eben diese Möglichkeit nicht habe. Das ist der zentrale Unterschied, der eben bei der Bekämpfung der illegalen Einreisen den Unterschied ausmacht und deshalb bedeutet der Verzicht auf Grenzkontrollen definitiv den Verzicht auf eine effektive Bekämpfung illegaler Einreisen. Herr Abgeordneter Hess, ich weiß, dass Sie damit draußen Politik machen und Ängste schüren, aber in der Sache ist das falsch. Ich sage es noch einmal. Es geht darum, dass wenn Sie sowohl an der stationären Grenzkontrolle als auch bei Schleierfahndungen Menschen haben, die zu uns kommen und die beantragen Asyl, dann kommen sie so oder so in unser Land. Und die, ja, die bezeichnen Sie als irreguläre Migration. Das lese ich bei Ihnen immer. Sie müssen sich nicht so aufregen. Sie müssen bitte ein bisschen mehr die Antwort auch gerade abwarten. Bei diesem Thema, wo es um viel menschliches Leid geht, wäre angemessen, meine Damen und Herren. Und selbstverständlich können Sie auch im Wege der Schleierfahndung zurückweisen. Ich habe jetzt noch weitere 4 Nachfragen zu diesem Thema. Und die nächste Nachfrage zu diesem Thema stellt ebenfalls aus der AfD-Fraktion Herr Brandner. Ja, vielen Dank. Ich hatte, hier bin ich, bin ein bisschen weiter nach rechts oder nach links aus Ihrer Sicht. Ich hatte ein Zitat von Ihnen gerade mitgeschrieben, Frau Faeser, da haben Sie gesagt, bezüglich der stationären Grenzkontrollen, wenn sich ein Einreisender bei der stationären Grenzkontrolle meldet, dann, Zitat, kriegt er Asyl in Deutschland, Zitat Ende. Das war Ihr Zitat. Also ich war bisher davon ausgegangen, dass nicht die Grenzpolizei, die Bundespolizei an den Grenzen darüber entscheidet, ob jemand Asyl in Deutschland, Zitat, kriegt oder nicht, Zitat Ende, sondern dass darüber die Behörden oder die Gerichte entscheiden. Haben Sie sich da gerade versprochen oder bahnt sich da irgendetwas an, vor dem wir uns fürchten müssen? Möchte erneut den sachlichen Umgang gerade bei dieser Thematik bei Ihnen einfordern. Ich habe das nämlich nicht gesagt und ich sage das gerne noch einmal. Ich sage das gerne noch einmal zur Beantwortung Ihrer Frage. Ich habe gesagt, wenn Menschen an stationären Grenzkontrollen Asyl beantragen, dann dürfen sie einreisen, um in eine Erstaufnahmeeinrichtung zu gehen und dann bei den Behörden Asyl zu beantragen. Die stationäre Grenzkontrolle verhindert dies nicht. Ja, Frau Ministerin, Sie haben gerade eben gesagt, dass jeder, der an stationären Grenzkontrollen Asyl beantragt, einreisen darf. Da hätte ich für Sie die Frage, Sie sind ja immerhin die Innenministerin und damit für die Sicherheit, die innere Sicherheit in Deutschland zuständig. Gilt das Ihrer Meinung nach auch für Menschen, die bereits aus Deutschland abgeschoben wurden, für Kriminelle, für Kriegsverbrecher? Dürfen die auch einreisen, wenn sie Asyl beantragen oder müssten solche Menschen nicht aus Sicherheitsgründen an der Grenze zurückgewiesen werden? Das ist ja einer der Gründe, warum die Bundespolizei auch kontrolliert und auch Abfragen macht. Und insofern müssen Sie sich darum keine Sorgen machen. Vielen Dank. In meinem Wahlkreis finden diese Schleusungen ja hauptsächlich statt in Sachsen. Warum wollen Sie sich gegen Grenzkontrollen verweigern, die ja nun auch kurzfristig anberaumt werden können, wo Fahrzeuge zum Stehen gebracht werden, wo man sicher kontrollieren kann, wo wir wissen, dass hier täglich Durchbrüche von Schleusern passieren, dass Fahrzeuge in Straßengräben gefahren werden mit 30 Leuten und mehr, wo wir schwerst verletzte Insassen haben bis hin zu Getöteten. Warum lehnen Sie Grenzkontrollen, stationäre Grenzkontrollen ab, die wesentlich sicherer sind und weniger Verletzte zu vermuten werden? Herr Abgeordneter, wir haben uns darauf verständigt und ich habe Ihnen das noch mal gesagt, dass an allen Stellen eine Grenzkontrolle über Schleierfahndung wichtiger aus meiner Sicht ist, weil man noch mehr kontrollieren kann als nur stationär. Zur Schleuserbekämpfung kann es in der Tat mal richtig sein, auch eine kurzfristige stationäre Grenzkontrolle zu machen. Das ist durchaus richtig.
Frau Ministerin, im Gegensatz zu Ihren vorigen Ausführungen bin ich nicht der Auffassung, dass in der heutigen Innenausschusssitzung alle Fragen in der Causa Schönbohm erschöpfend behandelt worden sind. Aber eine Frage haben Sie beantwortet. Sie haben nämlich erklärt, warum Sie den ehemaligen BSI-Präsidenten aus seinem Amt abgelöst haben. Sie hätten das Vertrauen verloren. Nun gehe ich davon aus, dass Einigkeit dahingehend besteht, dass die Ansprüche, die Sie an Ihre Mitarbeiter stellen, selbstverständlich auch an Sie selber, für Sie selbst gelten. Und da müssen wir zur Kenntnis nehmen, dass nach einer repräsentativen aktuellen INSA-Umfrage 52% der Bürger unseres Landes ihren Rücktritt fordern. Jetzt will ich es ganz konkret machen. Das bedeutet, dass die Mehrheit der Bürger dieses Landes in Sie aufgrund Ihres Versagens im Bereich der Migrationspolitik, aufgrund der Verweigerungshaltung bezüglich dringend diesbezüglich zu treffender Maßnahmen und aufgrund Ihres Agierens in der Causa Schönbohm ganz offensichtlich das Vertrauen in Sie verloren haben. Und da Ihnen ja Vertrauen in die Amtsführung so wichtig ist, stelle ich eine ganz einfache Frage. Wann handeln Sie nach Ihren eigenen Wertevorstellungen, nach Ihren eigenen Wertemaßstäben? Wann treten Sie zum Wohle unseres Landes zurück? Herzlichen Dank, Herr Abgeordneter Hess, für die zugewandte und sachliche Frage. Ich werde gerne noch mal auf das eingehen, was wir heute im Ausschuss auch besprochen haben. Ich habe Ihnen heute sehr umfangreich dargelegt, warum mein Vertrauensverlust in gerade an der Spitze einer der empfindlichsten Sicherheitsbehörden in Deutschland nicht mehr gegeben war im Oktober 2022. Diese Gründe haben wir auch noch in nicht öffentlicher Sitzung noch mal erweitert, damit Sie noch weiteren Erkenntnisgewinn dazu haben. Und aus meiner Sicht sind heute alle Vorwürfe auch ausgeräumt worden. Ich glaube, es war eine gute, zugewandte Diskussion. Und ich merke das ja auch an Ihren Fragen, dass es sich gar nicht mal darum geht. Sie dürfen eine Nachfrage stellen. Ja, Frau Ministerin, ich will es ganz kurz machen. Habe ich Sie richtig verstanden, dass die Maßstäbe, die Sie an Ihre Mitarbeiter ansetzen, für Sie in keinster Weise Geltung haben und dass auch die Mehrheitsmeinung der Bürger in unserem Land für Sie in Ihrer konkreten Amtsführung völlig irrelevant ist? Wir beraten ja heute hier über sachliche Themen, die dieses Haus betrifft. Sie haben zwei angesprochen, dann werde ich auch gerne noch mal zum zweiten Komplex etwas sagen, weil mich das dieser Tage sehr umtreibt. Sie machen mit Ihrer Politik, schüren Sie Ängste in der Bevölkerung und haben vermeintlich einfache Antworten, auf die es keine einfachen Antworten gibt. Damit tragen Sie zu einer Spaltung in der Gesellschaft bei, und das bin ich nicht bereit zu akzeptieren. Ich habe zu diesem Thema eine weitere Nachfrage gesehen von dem Abgeordneten Brandner. Dankeschön. Ich wollte nur eine Frage des Kollegen Hess noch aufgreifen und vertiefen. Die Frage war ja, Frau Faeser, wann treten Sie zurück? Die Frage haben Sie jetzt leider nicht beantwortet. Ich stelle die nochmal und schließe gleich an. Es würde sich ja eine elegante Chance für den Bundeskanzler bieten, Sie loszuwerden, wenn die Hessenwahlen vorbei sind und Sie Ihr Mandat im Hessischen Landtag möglicherweise annehmen können. Können Sie ausschließen, dass Sie nach der Hessenwahl in den Hessischen Landtag wechseln? Sagen, Herr Abgeordneter, es geht hier um Fragen, die den Deutschen Bundestag besprechen. Was bei einer Wahl in einem Bundesland zur Grundlage gelegt wird, spielt hier keine Rolle. Und auch an Sie habe ich den Appell, dass Sie in den Fragen der Migration sachlich argumentieren und nicht Ängste in der Bevölkerung schüren, meine Damen und Herren. Ja, vielen Dank. Stichwort Post-Covid. Uns allen ist bekannt, dass die Kinder, die während der Covid-Lockdowns von Unterrichtsausfällen in großem Maße betroffen waren, um mehrere Monate, wenn nicht gar Jahre, in ihrer Bildung zurückgeworfen worden sind und zudem auch noch einige psychologische Auffälligkeiten nun aufweisen, die auch der Bearbeitung bedürfen durch Fachkräfte, die nicht existieren. Was uns umtreibt, ist einfach die, uns fehlt die gesamtgesellschaftliche Kraftanstrengung, die jetzt von Ihrer Regierung ausgehen sollte, unserer Meinung nach, und in einer großen Strategie zwischen Bund und Ländern PS auf die Straße bringt, um dem Rechnung zu tragen. Diese Kinder haben schlechte Chancen für die Zukunft. Danke.
Ja, sehr geehrte Frau Abgeordnete, Sie sprechen ein Thema an, das schwerwiegend ist, weil die jungen Menschen in den Schulen, die Kinder und Jugendlichen, aber auch an den Universitäten, das möchte ich noch mal ganz ausdrücklich sagen, weil da denkt man schon, die Erwachsenen, die sind erwachsen, aber die haben auch sehr viel zurückstecken müssen und sehr viel beitragen müssen und haben darunter auch persönlich gelitten. Und deswegen ist es ganz klar, Schulschließung, Hochschulschließung, Kitaschließung in dem Maße darf es nicht mehr geben. Und deswegen war es ja auch klar, dass als die Bundesregierung in Amt gekommen ist, dass wir nicht in einen Lockdown-Winter gegangen sind, sondern Risiko natürlich adressiert haben, aber trotzdem so viel Normalität für die Kinder. Das Beste ist, ihnen Normalität zu geben und sie langfristig zu unterstützen bei ihrem Weg, eben auf ihrem Lebensweg und auch ganz besonders, um die Corona-Pandemie zu überwinden. Denn die Beeinträchtigungen, die sie jetzt haben, die sind psychisch, die sind sozial und die sind auch physisch. Und das ist ernst zu nehmen. Und deswegen darf es einen Lockdown nicht mehr geben. Frau Kraft. Vielen Dank. Frau Ministerin, wir haben heute früh in der Beratung im Ausschuss als auch jetzt wiederholt das Problem, dass die Ausgaben oder die Finanzierung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung intransparent ist. Und das hat ja auch der Rechnungshof gesagt, denn ich zitiere, der Rechnungshof sagt, der Einzelplan 30 bietet keinen transparenten Überblick über die Finanzierung der Aufgaben des BMBF. Was wollen Sie ändern, um zukünftig uns einen transparenten Überblick über die Finanzierung zu geben? Und wie wollen Sie die Kritik des Bundesrechnungshofs ausräumen? Herr Abgeordneter, wir halten uns natürlich an die Bundeshaushaltsordnung. Das ist vollkommen selbstverständlich. Und natürlich kann man nicht hinter jedem Titel auch jedes einzelne Projekt erkennen. Das ist einfach so. Ich rate Ihnen, kommen Sie oder schicken Sie jemanden in die Berichterstattergespräche, die wir nächste Woche haben, weil da jede Frage gestellt werden kann zu jedem einzelnen Titel, zu jedem einzelnen Euro und sie beantwortet werden oder zumindest dann auch schriftlich beantwortet werden. Das sind wir den Abgeordneten schuldig, das ist der Gesetzgeber, das sind wir aber auch den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern schuldig, denn wir geben ihr Geld aus.